Einer der fleißigsten Mitarbeiter. Ich hätt's. Geil. Darum geht's heute aber nicht. Also, heute geht's darum. In einem vergangenen Video haben wir hier dieses schöne Regal gebaut. Da lagern jetzt die ganzen Frühstücksbrettchen drin. Wie gesagt, ich will mir ja hier was Neues aufbauen. Das verfilme ich mit. Wenn ihr Frühstücksbretter mit einer Gravur drauf haben wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung oder auf die Webseite. Und das hier soll aber nicht das einzige Regal sein. Hier soll jetzt noch eins daneben kommen, damit endlich mein Schreibtisch wieder frei ist, damit der Laser dort reinkommen kann. Und ich habe hier noch was. Ich habe hier nämlich noch einen 3D-Drucker. Der soll da auch drin verstaut werden, denn ich will einfach ein bisschen mehr die Maschinen für mich arbeiten lassen. Deswegen auch der 3D-Drucker hier. Und ihr seht da hinten ist noch ein Laser, um den wird es heute nicht gehen, aber in einem von den folgenden Videos. Und jetzt zeige ich euch noch was. Ich habe hier Fichtenbohlen. Die waren im Prinzip kostenlos, denn wir haben die geschenkt bekommen von einem Bekannten und da habe ich noch eine große Ladung. Deswegen ist das heutige Projekt im Prinzip Zero Cost, oder wie man sagen will. Da fällt super viel Abfall an, ist aber nicht weiter tragisch, es ist Vollholz, man kann es im Kamin verheizen. Und so kann ich jetzt mir günstig ein Werkstattregal bauen, was auch schön aussieht, denn das ist ja mein Ziel. Ich will Werkstattregale bauen, die schön aussehen und ich sie sogar vielleicht irgendwann in einer Wohnung benutzen könnte, weil sie halt eben so schön sind. Sowas kann manchmal ziemlich teuer sein, aber manchmal, wenn die Leute es weghaben wollen, kann es auch relativ günstig sein. Da sind halt viele Bohlen dabei, wie gesagt, die sind nicht gut, damit muss man halt eben umgehen können, aber so können die auch günstig an Holz rankommen. Und deswegen werden wir daraus heute ein schickes Regal bauen. Ich hatte bei den Bohlen hier bis jetzt eigentlich immer ziemlich viel Glück. Die sind relativ sauber, da sind keine Steine drin, da ist kein Beton drauf, bis auf ein paar Ausnahmen. Das war mir aber vorher klar. Aber trotzdem schaue ich mir natürlich alle Bohlen ziemlich gut an. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Bohle gefunden, in der ein paar Nägel drin sind. Die wird dann wahrscheinlich nicht nur für Gerüstbohlen benutzt, sondern auch irgendwie, um mal was festzumachen. Aber da muss man dann einfach so einen Blick drauf werfen. Da haben wir nämlich einen verrosteten Nagel, hier aber noch zwei drin. Für die, die halt eben mehr mit so einem Material arbeiten, denen kann ich halt so ein Ding empfehlen. Das ist ein Metalldetektor. Da geht man dann einmal drüber, um zu schauen, ob irgendwie noch irgendwo Nägel drin sind. Dann kann ich ja einmal mit der Bürste drüber gehen. Alles ist gehobelt. Kleiner Hinweis hier am Rande, das war nicht vorgespult, das war die wirkliche Hobelgeschwindigkeit von diesem wunderschönen Hobel da. Also um so Holz die Regel schnell herzurichten, ist das wirklich ideal, weil jetzt kommt es noch nicht so auf die Oberfläche an. Jetzt muss das Ganze erstmal quadratisch, rechteckig, praktisch gut sein, damit ich es verleimen kann. Und dann kann ich wieder mit der langsamen Geschwindigkeit hobeln, damit halt die Oberfläche auch gut ist. Aber nichtsdestotrotz, schaut euch diese Oberfläche mal an. Das ist richtig gut. Also das ist nicht schlecht. Ein bisschen schleifen, dann wäre das ja auch schon okay. Aber natürlich wird es mit dem langsamen Gang gehobelt, damit man noch eine bessere Oberfläche hat. Das Einsparen habe ich euch dieses Mal erspart.
So, die Platten sind jetzt alle mit 40er Korn geschliffen. Jetzt werden sie zugeschnitten und später werden sie dann fein geschliffen. Das wäre auch sowieso eigentlich eine Arbeit für einen Langbandschleifer gewesen, aber die Absauganlage steht noch nicht am Langbandschleifer. Deswegen habe ich es mit dem Exzenterschleifer gemacht. Jetzt geht's zur Formatsäge. Das Regal steht, der Laser ist drin und der 3D-Drucker ist jetzt auch oben hier angebracht. Und jetzt erstmal was wegen hier der Rundung. Warum ist denn die hier überhaupt drin? Beziehungsweise erstmal was Generelles. Ich habe hier diesen schönen Schreibtisch, diesen höhenverstellbaren Schreibtisch gebaut, den ich auch immer noch sehr, sehr gerne benutze. Und das ist einfach eine richtig feine Sache. Ich muss schauen, die Leiter steht hinten, deswegen lassen wir ihn jetzt oben mal gefahren. Und der Laser hat die ganze Zeit hier links gestanden. War okay, man konnte gut dran lasern, aber alles andere, was mal so ein bisschen Papierkram hier in der Werkstatt ist, hat dann nicht mehr so gut funktioniert, weil kein Platz mehr war. Jetzt ist die Fläche hier wieder frei, ich bin total happy und jetzt habe ich auch eine richtige Ablage für den Laser. Also beim Laser ist es halt eben so, beziehungsweise so benutze ich das Teil zumindest mal. Wenn man halt irgendwie einen Punkt anfährt, dann muss man immer so ein bisschen schauen, okay, wo liegt dann jetzt zum Beispiel jetzt mein Brettchen? Da kann ich mich hier zum Beispiel die Feuertaste betätigen und kann jetzt einfach mal rüberfahren und kann halt eben ganz entspannt schauen, okay, das passt oder halt eben nicht. Ich zeige es euch mal. Also ihr seht, hier ist der Laptop. Ich kann hier einmal frei arbeiten. Ich sehe hier jetzt auch den Laser. Durch diese Aussparung geht das ein bisschen einfacher. Und jetzt kann ich halt eben meinen Standpunkt einfach anfahren, kann überprüfen, passt das Ganze soweit und kann dann halt eben das Ganze lasern. Wir haben hier oben Ablagefläche. Das macht mich sehr, sehr happy, weil das wäre sonst ungenutzter Platz, weil wir es halt eben selbst designt haben, selbst kreiert haben, könnten wir das halt eben hier optimal nutzen. Hier haben wir jetzt viel Stauraum für Kartonagen oder was auch immer. Und jetzt seht ihr, da oben steht ein 3D-Drucker. Ich glaube, viele wussten gar nicht, dass ich einen 3D-Drucker habe. Der hat nämlich die ganze Zeit zu Hause auf hier diesem USB-Gestell gestanden. Und das habe ich hierher genommen und da habe ich mir gedacht, komm, ein 3D-Drucker ist eine richtig feine Sache. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht so viel benutzt, weil ich es nicht so gut hinbekommen habe. Und wenn ich da mal zu Hause bin, nach 10, 12 Stunden hier von der Werkstatt, da will ich auch keinen 3D-Drucker mehr irgendwie durch die Türe hören. Deswegen habe ich den zu Hause gar nicht benutzt. Der Plan hier ist es halt eben jetzt, dass ich den hier nutzen kann. Thema Staub ist bei vielen wahrscheinlich der erste Punkt, der Bedenken auslösen könnte. Das ist hier jetzt nicht so wild. Wir stehen hier in dem Bereich der Werkstatt, wo eigentlich keine Staubentwicklung ist. Hier sind größtenteils Metallmaschinen, die benutze ich gar nicht so oft und die Absauganlage steht ungefähr 18 Meter weiter hinten und da ist noch sowas wie ein Tor dazwischen. Das heißt, die Staubentwicklung ist hier gar nicht mal so groß, muss ich aber selbst ausprobieren. Das nächste Thema ist, was viele wahrscheinlich sagen werden, schaut mal, ich habe hier schon das erste gedruckt, dieser XYZ-Würfel, da habe ich mal das Filament ausgetauscht von einem grünen Filament zu einem weißen PLA-Filament. Auf anderen Kanälen hört man ja zum Beispiel auch oft, ein 3D-Drucker, eine CNC-Fräse, das kommt bei mir nicht in die Werkstatt. Da habe ich eine etwas andere Einstellung.
Ich sage ja auch selbst nicht, dass ich nur Heimwerker-Content mache, das sage ich eigentlich gar nicht. Ich sage, dass manche Projekte auch gut für Heimwerker sind, aber ich sage nicht, dass das hier ein reiner Heimwerker-Kanal ist. Mein Plan, ich bin ja noch relativ jung, für die nächsten Jahre ist es halt auch eben einfach, die Maschinen für mich arbeiten zu lassen. Man muss ja nicht dauerhaft an der Maschine stehen und so ein 3D-Drucker ermöglicht das halt eben. Einfaches Beispiel, ich habe hier diesen blöden Klebebandabroller. Der liegt immer irgendwo blöd rum. Wie schön wäre das, wenn man das Ding hier in so einen Halter reinstecken könnte, aber für diesen Halter hier habe ich einfach gar keine Lust und keine Zeit. Da übe ich lieber ein bisschen mit einer 3D-Modellierungssoftware, dass ich hier diesen Halter zeichnen kann. Und der 3D-Drucker den für mich ausdruckt, in sagen wir mal 6-7 Stunden hat er dann hier einen Halter ausgedruckt. Und dümmer werde ich davon auch nicht. Das ist so meine Einstellung dazu. Hier dieser komplette Bereich soll sowieso so ein bisschen die automatisierte Ecke sein. Das bedeutet, ein Laser kann man vollquallen mit Teilen, wenn das alles gut funktioniert. Ein 3D-Drucker kann man sowieso laufen lassen. Und hier neben mir seht ihr auch die Brikettpresse. Die kann auch arbeiten, ohne dass ich hier in der Werkstatt bin. Und wie man das umsetzen kann, sprich einschalten mit einem Handy über einem entsprechenden Modul und wie man das Ganze überwacht, dass das Ganze auch sicher funktioniert, darum soll es bald in einem Video gehen. Abonniere deswegen den Kanal, damit du das nicht verpasst. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit dem Ergebnis, wie dieses Gestell hier geworden ist. Und übrigens noch eine kleine Sache. Ich habe das Teil extra auch so massiv gebaut, dass ich den Drucker laufen lassen kann, wenn ich auch hier unten etwas lasere. Weil wenn man hier ein bisschen die Klappe zu fest runterknallt, muss es natürlich stabil bleiben, damit oben der Druck nicht verknottelt wird. Absoluter Fail am Schluss vom Video. Das soll es heute gewesen sein. Ciao.